Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Die Summe der Längen der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks ergibt 18. Die Summe der Quadrate dieser drei Längen beträgt 128. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck? Wir haben also ein rechtwinkliges Dreieck, nennen wir die Kathetenlängen x und y und die Hypotenusenlänge z. Wir wissen, dass die Summe dieser drei Zahlen 18 ergibt und die Summe ihrer Quadrate 128 ergibt. Was wir suchen, ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck, das heißt x mal y geteilt durch 2. Durch den Satz des Pythagoras wissen wir, dass z im Quadrat dasselbe ist wie x Quadrat plus y Quadrat. So. Durch diese Angabe wissen wir, dass die Summe dieser drei Quadrate 128 ergibt. Also können wir hier x Quadrat plus y Quadrat durch z Quadrat ersetzen. Dann ergibt diese Gleichheit z Quadrat plus z Quadrat gleich 128. Das heißt 2z Quadrat gleich 128. Woraus wir sofort schließen, dass z Quadrat 64 ist. Also muss z 8 sein. Und da z 8 ist und x plus y plus z 18 ist, können wir hier z durch 8 ersetzen und somit finden wir, dass x plus y 18 minus 8, das heißt 10 sein muss. Jetzt haben wir noch folgende Erkenntnisse. X plus y ist 10, x Quadrat plus y Quadrat ist z Quadrat und wir kennen auch diese binomische Formel. Formel, in der wir sofort x plus y durch 10 ersetzen können und x Quadrat plus y Quadrat durch z Quadrat ersetzen können. Somit ergibt sich diese Gleichheit. Aber da z Quadrat 64 ist, wissen wir, dass 100 dasselbe sein muss wie 64 plus 2xy, woraus wir schließen, dass dieses Produkt xy 18 ist. Und es ist genau dieses Produkt, das wir hier brauchen. Also der gesuchte Flächeninhalt, x mal y geteilt durch 2, das ist 18, Produkt, das wir gerade gefunden haben, geteilt durch 2, also 9. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 9. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.